Jetzt auch. Immer feste drauf. Jetzt habe ich erstmal auch wieder ein bisschen was, was ich hier brauche oder was wir verklopfen können. Juhu, ich freue mich. Einfach alles umhauen, was da ist. Hm? Ein Skelettsoldat. Ach so, das ist gar nicht gar keiner von uns. Mann! Aber ja, ein Skelettsoldat muss ich auch töten. Jo. Passt auf, dass er dem armen Kerl da nicht die Mobs mobst, weil der ist scheinbar auch hier und so. Hm? Also kein KS bitte. Ich hab's auf Video. Muss ich euch melden? Didim, didim, didim. Er ist hier gerade zusammengeschlagen von Monstern. Ja, wir sind da wieder. Ich bin dem Verkehrten hinterhergerannt. Entschuldige bitte. Ich dachte, der gehört zu uns. So. Wupp. Los. Didum. So, Silberschleim. Dann muss kurz. Skelettsoldaten. Ah, da fehlt noch zwei Stück, zwei Skelettsoldaten. Wir gehen mal ganz vor und gucken mal, ob wir eventuell so wieder geheimnisvolles Pulver oder so bekommen. Aber das da gab es ja, glaube ich, nur vom Rasenden, den wir unten finden. Muss kurz was aus dem Inventar werfen. Naja, wir machen das. Wieder. Schmeiß raus, alles weg, was mal keine Miete zahlt. So, Skelettknochen liegen hier. Aber für mich. Brauche ich, glaube ich, noch nicht. Wumm. Master System, if you have on, also falls irgendjemand einen Meistertitel oder sowas hat, also sagt ruhig Bescheid. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Meister. Ich trage mich da gerne ein. Kriegt er ja was von alle 5 Minuten. Und wer will mich nicht als Lehrling haben? So, wir müssen kurz warten. Oder besser noch zurückrennen, genau, weil wir haben schon wieder jemanden abgehängt. Mythis, ja. Schon wieder hinten. Und ich dachte, ich werde da langsam Muss. Muss hier eine Quest an. Ja, mach das. Erwenden. Mach das. So, Bogenschützen habe ich voll. So, den Skelettsoldat muss ich auch noch töten. Ja, den auch. Habe ich auch noch eine Quest fertig. So, genau, ich brauche noch einen. Anwesenheit geprüft, juhu! Ich war anwesend, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war auch schon. War schon länger. Ehrlich? Also ja, ich auch. Also ich weiß, wer am längsten anwesend war. Kampfzwerg alias Kürb. Der war nämlich, ich war vor, gegen 16 Uhr war ich mal hier kurz auf TS, wollte was gucken wegen Chat und so weiter und so. Und da hat er sich schon im Chat rumgetummelt. Da hatte ich schon gedacht, huch, so früh. Auf jeden Fall bin ich stolz, solche treuen Fans zu haben. Dankeschön. Und natürlich auch alle anderen. Keine Sorge, ich bin. Skelettschwert. Von wem kriegt man das? Wo kommt man das hin? Ne, guck mal in die Quest. Ah, das bekommt man vom Sicherheit. Vom Skelettsoldaten. Nur siehst du, da draufhauen. So, ich gebe mal wieder ein paar ab. Beziehungsweise ich nehme erstmal an hier. Ich hasse Höhlenkiebigs. Haben wir die ganze Zeit Höhlenkiebigs gehauen und jetzt darf ich die hauen. Okay, dankeschön. Das hätte ich auch eher wissen können. Dann haben wir noch zerrissenes Leder, raues Leder, Leder besorgen, okay. Kein Schwertges. Und Kingdom Quest, gemeinsam schaffen wir alles, nehme ich auch an. Damit hätte ich alle Quests angenommen. Yay! Ich bin endlich mal so halbwegs hinterher. Ich habe auch alle meine angenommen. So. Zeit wieder welche abzugeben. Oh, Glückwunsch fürs Level Up. Bin Level Up. Yay. Wumm. Und ja, Chaos bitte 2 annehmen. Jetzt brauche ich einen Skelettknochen. Ja, das wird der, ja genau, den hatte ich vorhin auch. Der kam auch von irgendjemandem. Ich kann gerade nicht, hau den ruhig mal um, den Skelett da. So, okay. Das wollte ich gerade. Muss ich wieder erstmal alle Quests annehmen? Ja, ich bin auch gerade dabei. Beziehungsweise, nee, ich nehme nicht an, ich gebe ab. Hier Segs-L-Ruhe. Dann der nächste Sicherheitsproblem in Elde. Hopp, hopp, hopp. Wunderbar. Die nächste Quest annehmen. Na. Ach, das ist eine ganz schöne Klickerei. Aber in den ersten Streamen war es ja auch so. Zählt nix. Aber besser, als wenn wir die immer zurückrennen müssen. Viel besser. So, ich guck mal kurz auf Karte. Sagt, dass wir wieder einige Skelette brauchen. Okay. Vorhin war ja der andere beschäftigt, das heißt, wir haben. Ah, da hinten ist noch ein Soldat, Skelett etc. pp. Bumm. Und Skelettknochen. Da liegt er. Ah, ne, da liegt ein Schwert. War das Schwert für mich? Nein, für mich. Inventar ist voll. Schwert brauche ich auch. So, warte mal, ich muss ja auch geheimnisvolles Pulver wegschmeißen, natürlich. So, hopp. Skelettschwert. Okay, jetzt habe ich mein Schwert. Da hole ich mir meins. Ja, genau.
Wo machen wir das? Wo bekomme ich denn jetzt hier? Was denn? Der Knochen müsste auch von Soldaten oder sowas oder von Bögenschützen. Von den Kriegern. Von den Kriegern. Dann gehen wir gleich wieder vor. Wir laufen hier eine Weile hin und her. Ja, der kommt bestimmt noch. Vorsicht, hinter dir, da haut dich was. Ein Bogi und ein Loldi. Muss drei Skelett-Soldaten töten. Wird von dem bekommen. Okay. Leer erstmal wieder mein Inventar. Oh, Fu ist jetzt auch da. Ist ja cool. Gibi. Da gibt's viele coole Sachen im Inventar und ich will die nicht alle wegwerfen. So, lalalala. Auch wenn er mich nicht hören kann, der liebe Fu. So. Edelsteinstaub, Schleimgelee, minderwertig. Ich habe auch viele tolle Sachen im Inventar. Und ich schmeiß was weg. Hier kommt das weg. Das weg. Oh, erstmal ein Skelettknochen. So. Genau, Höhlenkiebinge, gute Idee. Skelettknochen, also den habe ich hier vorne irgendwo bekommen. Das heißt, von irgendeinem Möpschen, was hier vorne ist, müsste das. Ich glaube, ja, wenn es ein Krieger war, müssten die ja hier respawnen. Kommt schon wieder. Blattschwert brauche ich auch. So, einen Keeping haben wir. So, rennt hier auch im Nu durch die Gegend. Gehen wir Kammer 2, da brauchen wir aber noch nichts. Soweit sind wir noch nicht. So. Ah, wir sind noch ein paar Löffelchen drunter. Tut mir leid. Wir leveln noch nach. Aber wird auch noch. Hüp. Und pups. Dadurch, dass ich jetzt den Mage-Skill oben auf der Leiste habe und den anderen unten. Skelettschwert. Jo, meins. Perfekt. So, was fehlt hier noch? Einmal Elm. Ich brauche noch drei Höhlenkiebinge und das Material. Das heißt, wir müssen mal runter zu den Höhlenkiebingen und zu den Rasenkiebingen runter am besten. Oder braucht hier oben jemand noch was von den Skeletten? Ja. Gut, dann ab mal unten. Wir noch nicht. Muss erstmal Quest annehmen. Sorry, so ist besser. Wir müssen erstmal da runter und ich kann ja nicht den Livestream einfach um jemand anders zu helfen, dort runter watscheln. Das ist ja doof. Und so. Haha, ich finde immer gut ausreden, ne? Ja, ich weiß. Ich bin einfach nur ein Arsch, das ist alles. Keine Ahnung, ich geb's zu. Wer denn? Ja, ich. Wir sind hier, bei uns. Bei mir. Auf Karte. Wo bist du denn schon wieder? Der Mythi ist schon wieder weiter hinten. Ich denke, du bist fertig da hinten. Ja, ich muss Quest annehmen. Ach, also wir sind unten bei dem Dingens. Kommst du da hinterher gerannt? Weil wenn wir hier uns verhauen und hauen du die Dinger auch brauchst, wäre ja doof. So. Endlich mal Skelettknochen. Juhu, Glückwunsch. Ja, wenn du immer stehen bleibst, kein Wunder, dass du die Mobs nicht kriegst. Ach, mit dir. So, da ist der rasende Keeping, da kommt er. Der Höhlenkeeping. Das war Nummer 2. Na, den gibt's ja auch noch, der rennt ja auch irgendwo rum. Den hätte ich auch gerne gehabt. Muss hier erstmal Sicherheit finden. Ja, ne, bei uns wärst du in Sicherheit. Vertrau mir. So, geheimnisvolles Pulver. Juhu, Pulver. Jetzt brauche ich nur noch eins. Ne, zwei. Jetzt habe ich alle. Umso besser. Braucht noch jemand? Härter. Genau. Braucht noch jemand von euch Pulver? So. Ja, Pulver brauche ich noch. Ja, dann, wie gesagt, marschier an! Marschiere her! Abmarsch! So! Muss ich mein Machtwort sprechen hier. So, Kräuterstiel. Ich kann hier einiges abschließen. Warum? Achso, ja, weil, klar. Ich habe gerade die Karte auf. Weil die Elika vorgesorgt hat. Habt ihr auch Kräuterzeugs oder sowas? Also wenn ihr irgendwas braucht hier an Kräutermitteln etc. pp. Sagt Bescheid, das hier muss ich eh so abgeben, weil ich habe ein paar Quests. Ihr haut mir gerade ab, ich komme gerade zu euch. Wir hauen nicht ab, wir stehen die ganze Zeit hier rum. So, hopp. Ich habe sogar einen Besucher mitgenommen. Ja, wir haben es gesehen. Hopp. Okay. Die sind schon mal tot. Jetzt gucke ich nochmal in mein Quest-Dingens, ob ich da noch irgendwas abgeben kann, aber das ging ja alles nicht. Dann müssen wir persönlich hin. Du hast noch einen.
Ja, er braucht noch einen rasenden Keybing. Nee, du brauchst ja noch einen Höhen-Keybing. Achso, und den brauche ich auch noch, genau. Muss jetzt 6 Skelettkrieger töten und ich brauche noch das Pulver. Dann müssen wir wieder hoch, okay. Also laufen wir wieder hoch, machen erstmal die Skelettkrieger. Weil hier unten haben wir eh alles weggehauen. Dann spawnen das wieder. Warum kommst du erst runter? Du hättest doch sagen können, dass du da oben noch was brauchst. Hättest du da oben warten können auf uns. Ach Mensch, mit dir. Muss ich wieder meckern. Gerade erst angenommen. Nee, ist ja auch nur Spaß, weißt du doch. So, wen habt ihr da? Den Uru, der hat den Juwelenkrabi mit. Warte. Ja, irgendwo noch einen Höhenkäfig muss er auch töten. Jetzt muss ja, auch ja, ja, da kommt hier oben auf. Wenn wir hier rauflaufen, ist der da oben. Da ist er doch schon. Der halt ja? Mit den erledigen. Also. Na, hier ist auch noch ein Juwelenkrabi. Ups. Und ein Skelettkrieger. Haha. Und ein Höhlenkeeping haben wir auch voll. Das läuft doch gut. Das läuft so gut wie Schmidts Katze oder so ähnlich. So, Blüten von Rainer, das kann ich alles nicht. Hier oben haben wir schon wieder. Malorenclan, wiederholbar. Ah ne, hier, da ging was. Anfang der Unruhe, Staubgolem. Und die vergessen abzugeben. Plum, Level up! Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mal wieder. Danke, danke, danke. So, seltenes Material. Quest beenden. Okay. Ich hasse Höhlenkeepings. Quest beenden. Habe ich auch schon. Muss noch einen glänzenden von einem Höhlenkeeping. Einen glänzenden ach jo, da müssen wir unten nochmal so einen Rasenden hauen, glaube ich. Die gab es von den Rasenden, diese nee, das war was anderes. Die gibt's auch vom Höhlenkeeping. Oh, Uru hat's geschmissen. Ja, abgeschmiert. Naja, macht nix. Macht nix, macht nix. Komm einfach hinterher. Ich guck mal kurz ganz heimlich, lunze mal, was die Lucy macht. Level Black, 13. Oh, ich schau mal Chat, ja. Fiskan sagt, dass du 500 hast, aber 3000 Videos. Nein, das ist darunter, das kann die im Gang, die Treppen hoch sind mehr Soldaten, im anderen Gang die Treppen hoch sind mehr Soldaten und so weiter. Oh, cool. Soldaten, brauchen wir noch Soldaten? Ich glaube, wir brauchen Krieger. Soldaten brauchen wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Die Skelettsoldaten, da brauchen wir ja dann am Ende auch den großen, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. So, hier unten ist scheinbar noch nichts, überhaupt noch nichts gekommen. Wo sind denn die anderen schon wieder hier? Muss erstmal hinterherkommen. Ja, Mythi, mit dir. Bin noch am Warten auf 5, auf 2 Skelettkrieger. Und ja. Ich erledige für Turm noch etwas. Ach so, okay, mach das. In welcher Acker seid ihr eigentlich? Ich bin gerade in Gnomeland, also Gnomeland. Und die anderen, Kürbis sind keine Acker. Fu hat seine eigene Gilde im Morgengrauen. Und, ja, genau, die anderen sind noch in Woodbury. Achso. Naja, ich wurde auch, als ich on war, aus Woodbury auch gekickt worden. Ja, ich auch. Ja, weil man am Anfang wahrscheinlich, ja, wie gesagt, wir waren halt lang nicht da und das ist ganz normal, dass man rausgeschmissen wird. Wäre schlimm, wenn es nicht gemacht wurde, weil das würde dann entweder bedeuten, ja, die wissen doch, wer ich bin, was gut ist, oder aber die sind inaktiv. Das ist schlecht. So, und du hast. Was hast du denn? Hab gelesen. Du hast gelesen, ja? Du bist schlecht zu verstehen. Eventuell mal deine Dings ein bisschen runtersetzen. Die. Ja, oder ein bisschen mal Mikro ruckeln, genau. So, besser? Jetzt bist du etwas leiser zu verstehen. Das Problem war eher, dass es so ein bisschen abgehackt kam. Eventuell deine Empfindlichkeit vom Mikro runtersetzen oder halt auf Push to Talk oder sowas gehen. Also das Mikro selber, die Lautstärke war auch in Ordnung. Party Mage, Presspool hat has been accepted by Riddle. Achso, wieder eine Hochzeit. Black, wenn du mal was Großes haben würdest und dein Netzwerk würde dich bei sowas nicht groß nicht unterstützen. Ich nehme mal an, das geht weiter. Black, wenn du mal was Großes vorhaben würdest und dein Netzwerk würde dich bei sowas Großes nicht unterstützen. Es kommt natürlich auch darauf an, ich nehme an, die Frage ist, ob ich dann das Netzwerk verlassen würde, ähnlich wie es beispielsweise, wie heißt der Unge gemacht hatte, als er hier bei Mediakraft raus ist. Ich selbst würdest du dann fragen, ob er dich unterstützt? Wen würdest du dann fragen, ob er dich unterstützt? Ach so, ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht eher so auf eine Kappe Sohn so. Und so. Was? Wo bekommt man das Pulver her? Ich glaube, er meint, oder keine Ahnung, wer es ist, ob er sie es meint. Wen du fragen willst
unser finanzieller